Hallo Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine analoge Fleischmann-Lok Baureihe 120 schnell und ohne Löten digitalisieren kannst. Als Beispiel habe ich jetzt hier eine in Rot Beige Artikelnummer 7350. Das Modell ist etwas älter, ich glaube aus den 90er Jahren, fährt noch einwandfrei und Licht funktioniert genauso gut. Als nächstes brauchst du auch eine Platine. Dieses Ersatzteil ist original von Fleischmann und hat die Artikelnummer 6571200, kostet etwas über 20 Euro. Und hat eine NEM-Schnittstelle 651 für einen 6-poligen Decoder. So, das ist das Erste. Als nächstes fangen wir mit dem Umbau. Schritt 1, wir müssen das Gehäuse trennen. Das kennt ja jeder. Einfach mit den Fingern dazwischen gehen und das obere Teil abnehmen. So, dann schlage ich mal vor, dass man hier die Lämpchen erstmal wegnimmt, damit die nicht verloren gehen. So, wollte schon abhauen. Zweiter Schritt, die stromführenden Klemmen von der alten Platine lösen. Sprich die Teile hier einfach mal runterziehen oder auch mal hier inzwischen gehen. So. Dann gehen sie auch runter. So, auf der Seite genauso. Platine einfach abnehmen. Stelle mal kurz weg. So, jetzt kann man hier ziemlich gut sehen. Ne? Die Platine ist aus einer Lok 7353-03, also ein Ersatzteil für diese Lok. Aber wie man hier schön erkennen kann, es ist identisch. Ja. So. Ja. Jetzt auch noch mal hier von der Seite. So. Dann der nächste Schritt, der dritte Schritt. Müsst ihr natürlich darauf achten, dass die Platine richtig rum drauf sitzt. So, und das heißt, ich muss die Lok einmal drehen. Normalerweise sollte man ja, bevor man die Lok digitalisiert, alles reinigen. Fahrgestell, Motor und auch dann anschließend ölen. Das lassen wir jetzt. Überspringe ich einfach. Und so, zeige euch, wie das jetzt hier mit der Platine geht. Ihr müsst ein bisschen achten, dass die Federn richtig am Motor anliegen. So. Mal kontrollieren. So. Alles dran. Dann als nächstes die Federn oder die Klemmen wieder hier oben drauf setzen. Na, so eine Seite.
2. Na, er will nicht. So, dann kommst du als erstes. So. Ja. Als nächstes können wir jetzt wieder die Lämpchen einsetzen. So. Und ja, wir sind soweit fertig. Der vierte Schritt ist jetzt den Decoder richtig herum einstecken. Falls du dir unsicher bist, schaue einfach in der Anleitung des Decoders nach. Pin 1 ist orange, also Motor. Und hier auf der Platine ist auch gekennzeichnet, wo der Pol, erste Pol ist, also hier ist eine 1 in der Ecke, das heißt hier oben ist orange der Motoranschluss, das heißt wir müssten den Decoder jetzt so einstecken und somit ist, passt er oben drauf, geht auch super leicht rein und damit ist unsere Digitalisierung abgeschlossen. So, als nächstes müssen wir noch hier, also der fünfte und letzte Schritt ist hier der Umschaltschraube oder wie auch immer, das Blech. Ja, das müsste hier abgemacht werden, damit es nicht auf der Platine stört. Ja, ja, könnte hier an den Decoder drankommen und dann haben wir ein Problem. Dann ist der Decoder wieder schnell kaputt. So, Freunde, ich wollte jetzt keinen Lötkolben benutzen, aber ich nehme jetzt hierfür, weil ich komme da mit meinem Dremel nicht dran. So. Einfach das Blech erhitzen. So. Und es ist draußen. Ja. Und die Schraube bleibt natürlich oben drin. Die fällt nicht aus. Oder raus. Falls dir das unsicher ist, kannst du auch natürlich hier einen Tropfen Öl, Tropfen Kleber dran machen, dann geht die Schraube hier oben nicht verloren. Ne? So. Und das Teil ist auch ganz geblieben, einfach abgemacht und fertig ist die Sache. So, der letzte Schritt ist jetzt wieder das Gehäuse drauf zu tun, aber bevor wir das machen, überprüfe ich, ob die Lok oder der Decoder richtig sitzt und keinen Wackelkontakt hat. So, der Test ist erfolgreich gewesen. Somit kann das Gehäuse aufgesetzt werden. Und ja, zum Abschluss noch ein kleines Fahrvideo. So.